Guten Morgen. Der US-Aluminiumkonzern Alcoa hat im vierten Quartal den Umsatz überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse klettern um knapp 14% auf 6,4 Milliarden Dollar. Experten hatten mit 6 Milliarden gerechnet. Geholfen hat ein höherer Aluminiumpreis. Unterm Strich verdient Alcoa 159 Millionen Dollar. Im vierten Quartal 2013, also das Vergleichsquartal, stand doch ein sattes Minus von 2,4 Milliarden Dollar. Je Aktie lag der Gewinn bei 33 Cent, damit 6 Cent höher als vorausgesagt. An der Börse kommen die Zahlen gut an. Nachbörslich legten die Alcoa-Aktien in einer ersten Reaktion gut 1% zu. Und bei mir jetzt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Guten Morgen nach Frankfurt. Was hast du für Erkenntnisse gewonnen aus diesen ersten Zahlen des neuen Jahres? Ja, guten Morgen nach Kulmbach. Das ist doch mal ein Beginn einer Berichtssaison, wie wir uns das wünschen. Richtig klasse Zahlen, das muss man ganz klar sagen. Nicht nur, weil die Erwartungen übertroffen worden sind, was den Gewinn angeht und was auch den Umsatz angeht, sondern auch, weil damit klar ist, die Weltwirtschaft ist gar nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt wird, da ja auch die Ausblicke stimmen von Alcoa. Das macht richtig Spaß. Und wenn man sieht, dass so ein Unternehmen dann die Berichtssaison eröffnet, da kann ich nur sagen, mehr davon, bitte mehr. Zugabe bitte. Aber bleib mal bei Alcoa, ist die Leidenszeit damit beendet? Hat er gesagt, Vergleichsquartal minus 2,4 Milliarden, jetzt ein knackiges Plus. Ja, der Konzernumbau hat funktioniert. Das reine Rohstoffunternehmen Alcoa hat sich umgebaut, ist mehr ein Technologiekonzern geworden. Sie bauen eben Fertigteile für die Raumfahrt, für Flugzeuge, für Autos und alle drei Bereiche laufen ja gar nicht schlecht. Das macht Spaß. Sie haben auch Kosten eingespart, sind rank und schlank geworden, definitiv. Das sieht man eindeutig eben auch und haben sich immer mehr auch auf die Weltkultur eingestellt, auch in den Regionen, wo es dann eben brummt. Das macht Spaß zu sehen und ich kann mir vorstellen, dass der Kleinfeld heute und gestern Abend wahrscheinlich schon ein Stück Rotwein, erst der Rotweinkenner, sich zu sich genommen hat. Wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass er Marathonläufer ist. Passt ja auch Rotwein irgendwo dazu. Egal. Was sind das für Signale, die jetzt hier für den Markt gesendet werden? Ist das Thema Jojo jetzt irgendwo vorbei, jetzt wo man sagt, ja, Aluminium und Alcoa, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen? Also wir haben jetzt eine ganz klare Tendenz, dass die Weltwirtschaft gar nicht schlecht läuft. Im Gegenteil, sie läuft ganz gut oder stabil mindestens, dass Alcoa auch vom Unternehmen, also im Mikrokosmos, gut aufgestellt ist, dass sie hier weitermachen können. Dass das nach wie vor für mich ein Unternehmen ist, wo man sagen kann, denkt man an Rohstoff und vor allen Dingen an die weiteren Stufen von Rohstoffunternehmen, eben dann Technologiekonzern an Alcoa denken muss. Das ist eindeutig der Fall. Also von daher, ja, ich denke, wir haben hier heute eine ganz klare Tendenz zu sagen, Alcoa ist wieder auf der Weltbühne zurück. Sie können wieder was und wenn das eben auf einem deutschen Manager geführt wird, uns soll es recht sein. Wichtig für mich noch einmal ganz klar, die Weltkonjunktur, das ist ein klares Signal von Alcoa, ist besser als erwartet. Die ganzen Unkenrufen, die wir oft hören, sind damit durchaus sehr viel leiser geworden. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Danke nach Frankfurt. Wir sehr. Die niedrigen Preise für Zucker und für Ethanol.